Tja, ich habe heute meine ersten Cognac-Nudeln gekriegt, also Cognac mit K. Und die haben ja irgendwie null Kohlenhydrate. Und da ich ja ein bisschen abnehmen will und hier gerade das mit Low Carb versuche, dachte ich mir, ich probiere die mal. Also, ich habe hier einmal Nudelstyle und einmal Glasnudelstyle. Wenn man die anguckt, sehen die irgendwie, naja, alles andere als lecker aus. Und die Nudelstyle sehen so ein bisschen aus wie tote Bandwürmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das muss ja nichts sagen. Also, jetzt überlege ich. Ich wollte mir jetzt eine schöne Thunfisch-Bolognese-Pfanne machen. Und muss mal gucken, welches von beiden ich gleich probiere, weil die soll man einmal vorher warm abspülen und dann nochmal eine Minute kurz aufkochen im warmen Wasser, da, weil die sonst wohl angeblich fischig schmecken. Ich werde die jetzt erstmal zur Seite legen und mir während des Geräts überlegen, ob ich jetzt nur die Glasnudeln nehme oder die Bandnudeln. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal die Bolognese. Also, ich habe doch mal was vorbereitet. Supp. Einmal hier, einmal da. Und dann in meinem Töske nochmal hier. Da haben wir erstmal zwei Dosen Thunfisch im eigenen Saft abgegossen, weil der hat nämlich freundlicherweise null Kohlenhydrate. Das finde ich total klasse, weil ich esse so gerne Thunfisch. Ich gieße die immer hier in so einem Dauerkaffee. Sieb ab. Irgendwie ist da jetzt gerade was runtergefallen. Naja, wohl doch nicht. So, weil das ist total praktisch, da kleben die sich so dran fest, lässt sich gut sauber machen. Also zwei Dosen Thunfisch. Die kommen jetzt mal zur Seite. Dann habe ich hier 200 Gramm Zwiebeln grob gehackt. Ich mag die lieber, wenn die noch so ein bisschen bissig sind. Kommen wir auch zur Seite. Dann haben wir hier 75 Gramm Brunch. Das ist das hier. Total lecker, total scharf. Kann jetzt auch weg. Dann habe ich hier einmal eine Dose stückige Tomaten. Wo steht's da? Ich kann die jetzt nicht so schief kippen, weil sonst fällt mir das raus. Also tomatenstückig. Bisschen Öl zum Anbraten. Dann habe ich hier einmal Salz und einmal Xylin-Birkenzucker, weil ein bisschen Süße muss da auch ran. Also das ist hier, glaube ich, Salz und das ist Birkenzucker oder umgekehrt. Ist ja egal. Und dann habe ich hier noch mein Teufelszeus. Das Rezept dazu gibt es in meinem Blog. Habe ich hier in so einem Glas immer fertig gemacht. Thermomix. Und zwar sind das Knoblauch, Chili und Ingwer in Salz eingelegt. Und das hält sich irgendwie 100 Jahre im Kühlschrank und schmeckt total lecker. Und man hat immer frischen Knoblauch da. Total genial. So, kann es auch weg. Ja, das ist es, glaube ich, schon. Vielleicht mal gucken, ob ich was vergessen habe. Schiebe ich jetzt mal zur Seite. Und hole mir meine super tolle gusseiserne Pfanne. Bei gusseisernen Pfannen ist wichtig, man muss die immer einmal richtig volle Knalle heiß machen, so dass das Öl dampft. Danach brennt auch nichts mehr an. Also Öl rein. Und Öl muss man reinmachen, weil jetzt durch dieses Aufhitzen erwärmt sich das Eisen und das Öl fließt in die Poren und dann schließt sich das und dann brennt auch nichts mehr an. So, mit Induktion geht das ja immer so schön ratzifatzi, rucki-zucki. Huch, da dampft es auch schon. Das stellen wir mal wieder runter. So, dann kommen erstmal die Zwiebeln rein. Alles habe ich zurechtgelegt, aber ich merke jetzt gerade, einen Pfannenwender habe ich nicht. Das ist ja düsig. Ach, die sind wirklich über den Löffel. Das ist ein großer Löffel, ein Kochlöffel. Weg. Ach, nehmen wir den hinten an. So, und damit jetzt auch der Thunfisch ein bisschen knackelig wird, kommt der jetzt auch gleich damit rein. Angebraten. Also dieser Filter ist echt toll für sowas. Natürlich bleibt da auch immer noch ein bisschen hängen, aber fast nichts.
Kann man kurz ausspülen oder in die Spülmaschine schmeißen. Ich spüle meistens nur mit heißem Wasser aus, das reicht. Und schon ist alles wieder schick. So. Da können wir jetzt schon mal Salz, ich glaube, das ist das Salz, ne? Egal. Schon mal Salz drüber kippen. Ich bin mit da hinten das Telefon. Ich spüle sie, ich habe jetzt keine Zeit mehr. So, das wird jetzt erstmal schön scharf angebrannt. Könnte ich jetzt einlegen noch mal ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen. Das ist so ein gemischtes Gewürz hier, so ein Paprika-Gewürz, oder? Kommt ja mit Tomate immer ganz gut. So ein Paprika, irgendwas, die Pizzamischung halt. Passt immer ganz gut dazu. Ich esse ja fast gar kein Fleisch mehr. Fisch leider immer noch, weil irgendwie auf Thunfisch kann ich nicht richtig verzichten. Ich finde, dass die Bolognese mit Thunfisch inzwischen sowieso viel besser schmeckt als die mit Fleisch. Müssen wir mal probieren. Also das sollen jetzt zwei Portionen werden, weil diese Nudeln da angeblich auch zwei Portionen sind. Ich esse ja immer nur 300 Gramm am Tag, Tomate, und nehme mir das dann entsprechend raus. Ich glaube, Zwiebeln haben irgendwie was von zwischen 2 und 4 oder so Gramm Kohlenhydrate, Thunfisch gar keine, also das ist jetzt hier drin irgendwie fast nichts. So, das lasse ich jetzt ein bisschen brutzeln, da müsst ihr jetzt ja nicht stundenlang bei zugucken, weil das ist ja auch ein bisschen langweilig, also mache ich jetzt erstmal Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Thunfisch und die Zwiebeln haben jetzt schon ein bisschen Farbe gekriegt. Ich denke mal, das reicht so auch. Dann kippe ich jetzt die Tomaten rüber. Ich muss nichts verschenken. Ich habe jetzt inzwischen, wie ihr seht, auf den Pfannenwender gewechselt, weil mir macht das zwar nichts, aber ich kenne das von meiner Schwester, die kann das überhaupt nicht ab, wenn man so mit dem Löffel in der Pfanne kratzt. Damit ihr ja nicht alle eine Gänsehaut kriegt, habe ich gedacht, ich wechsle die mal. So, achso, jetzt kommt hier noch mein Teufelszeugs rein. Also könnt ihr natürlich alternativ einfach Knoblauch-Chili nehmen. Dann hier dieses bisschen Birkenzucker. Hat auch keine Kohlenhydrate. Ich weiß gar nicht, wie man anrechnen muss. Und schmeckt total lecker und ist auch noch gut für die Zähne. Macht ihr noch total gerne. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, aber ich glaube, so wie ich mir das gedacht habe, ist das zu wenig Tomate. Ich glaube, ich kippe da noch mal Tomate rein. So, ich habe jetzt noch mal hier diese reine pure Tomatensauce geholt, weil es mir irgendwie zu wenig Tomate. Machen wir mal schon was rüber. Moment, das waren jetzt, mal kurz auf der Waage gucken, 250, Moment, ein bisschen. Ja, jetzt sind 250 Gramm. Genau. Ich rechne mir das ja immer alles zusammen. Das sieht doch schon mal richtig lecker aus. Irgendwie ist der auch schiete. Will kein vernünftiger Pfannenwender jetzt hier mehr oder was? Nehmen wir doch mal die gute alte Gummizunge. Das geht irgendwie besser. So. Dann Brunch. Damit das ein bisschen cremig wird. Da sind wir ja eigentlich auch fertig.
mit der. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, während das hier geköchelt hat, schon mal diese komischen Cognac-Nudeln unter fließend warmem oder heißem Wasser gespült. Jetzt soll man die ja irgendwie noch mal eine Minute kurz aufkochen. Also ich kann sie mal holen. Die sehen jetzt so aus. Ja, jetzt habe ich auf den Herd getropft. Ja, lecker ist anders, ne? Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Aufkochen. Geht ja bei Induktion immer so herrlich schnell. So, das kann man alles weg hier. Dann brauchen wir einen Topf und Wasser. So. Einmal Volldampf. Irgendwie soll man die, habe ich jetzt gelesen, laut Hersteller, in kochendes Wasser rein und dann irgendwie eine Minute ziehen lassen. Keine Ahnung. Mach das jetzt einfach mal so, mal gucken, was passiert. Oh, die Soße sieht lecker aus. Ich muss die mal eben probieren. Das fehlt mir ja immer so, weil sie Low Carb traue ich immer nicht zu probieren, weil ich mir Angst habe, ich esse irgendwie zu viel was. Quatsch. Oh, saugeil. Super lecker. Ich glaube, die ist auch so fertig. Reicht jetzt fürs ganze Wochenende. Finde ich gut. Weil dieser ganze Pott hier voll hat irgendwie, keine Ahnung. Ich rechne das nochmal aus mit den Kohlenhydraten und schreibe das dann dazu. So, kochst du jetzt mal Wasser? Lalalala. Wie ihr übrigens seht hier auf der Eisenpfanne, da brennt überhaupt nichts an, wenn man es richtig macht. Ich liebe Eisenpfannen. Ich benutze fast nur noch Eisenpfannen. Die sind immer hier für so Sachen, wo ich viel rühren muss. Und dann habe ich noch verschiedene Größe für kurzgebratenes. Da habe ich diese, kann ich mal... Ach, das fällt es zu. Naja, auf jeden Fall nehme ich die nur noch so. Cognac-Nudeln. Kochen das Wasser. Machen wir mal aus. Einmal rein. Dann vielleicht auch nochmal aufkochen einmal kurz. Induktion ist so klasse, das geht alles so schnell. Ich glaube, es reicht auch schon. Jetzt mache ich, muss mal gucken, wie ich das mache mit so viel Soße zu so wenig Nudeln. Ich stelle es mal aus jetzt, das reicht hier. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal eine kleine Portion mischen. So. Ich denke mal, das reicht. Das reicht. So, und jetzt werde ich mir mal 300 Gramm irgendwie abfüllen für mein Mittagessen. Oh, jetzt gieße ich wieder mal ab. So, wir sehen ja irgendwie, da ist noch eine. Aua! Sehen ja irgendwie komisch aus, ne? Ich probiere mal so eine ganz kleine Ecke. Ja, schmeckt wie nix. Eigentlich so noch gar nichts. Das sind jetzt 250 Gramm, so viel will ich ja nicht essen. Oder ich mische mir jetzt einen Teil von der Pfanne. Ich glaube, ich mache das ja genau. Da nehmen wir mal die andere Pfanne. Und mische da jetzt mal ein Teil. Ha, wo lasse ich das denn jetzt alles hier? So. Ich hätte ja auch hier vorher mal ein bisschen Ordnung machen können, ne? Jetzt muss ich aber ein bisschen Öl muss ich hier reintun wieder, weil das geht das mit den Eisenpfannen nicht. Das ist übrigens meine absolute Lieblingseisenpfanne, die ich für alles nehme. Außerdem hat die einen Holzgriff und das finde ich auch total klasse. So, jetzt muss ich das nochmal einmal hier zum Dampfen bringen. Los, mach Gas. Und dann brauchen wir einen Löffel und dann mische ich das mal in irgendein Verhältnis. Ich meine, dass das passt. So.
Also, wenn ich jetzt ein Teil... Ach, das ist ja so vollgestellt alles, dass ich hier nirgendwo rankomme. Ja, vorher aufräumen sollen, ey. So, jetzt machen wir jetzt ein Teil da rein. Rein. Mische ich das so lange, bis das irgendwie so aussieht, als wenn das richtig wäre. Da die Nudeln ja, da die Soße ja null Kohlenhydrate hat, kann man da ja ruhig mal ein bisschen großzügig mit sein. Okay, ich überlege gerade, das sind ja doch, es werden ja immer mehr Nudeln. Nee, ich kipp die komplett in die große Pfanne rein. Ich glaube... Das sind so viele Nudeln und die Soße, wie gesagt, hat ja irgendwie nichts an Kalorien oder an der Kalorien schon, aber keine Kohlenhydrate. Ich glaube, ich mische das komplett und sonst kippe ich die Glasnudeln dann noch mit rein. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Ja, das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Ich bin total gespannt, wie das schmeckt. Ich glaube, ich werde die mal ein bisschen durchziehen lassen. Ah, das sieht echt irgendwie total weiß aus. Das soll schmecken? Bin echt gespannt. Wie gesagt, ich habe die noch nie gegessen. Also wenig Kohlenhydrate hat das Ganze schon mal. Das muss es nur noch irgendwie schmecken. Ich habe ja auch schon Sachen ausprobiert. Die hatten zwar irgendwie keine Kohlenhydrate, aber haben auch total scheiße geschmeckt. Dann nützen das einem ja auch nichts. Dann kann man ja auch Styropor essen oder so. Ja, so schlimm sieht das jetzt gar nicht aus. Aber es scheint mir die richtige Menge Soße gewesen zu sein jetzt für diese 250 Gramm Nudeln. Das kommt gut. So. Also. Ich werde mir jetzt meine Menge abmessen. Dann hole ich mir mal die Waage. So, das kann ja auch weg. Topf. Was ich nicht, dass mir immer eine Waage hier wegschmilzt. Ist das noch heiß? Obwohl, ja, ein bisschen. Achso, nehmen wir das Brett. Nicht, dass die Waage schmilzt. Die gab es übrigens neulich gerade bei Aldi. Ich finde die total schick. So, dann brauche ich jetzt noch einen Teller. Teller, Teller, Teller. So, da haben wir einen Teller. Dann auf 0. Jetzt mal gucken, wenn ich jetzt 300 Gramm mache, wie viel das ist. Huch, irgendwie kommen gar keine Nudeln mit. Gehst du doch rein? Wenn wir mal Zange haben, wie kriegt man die Nudeln überhaupt nicht gegriffen? Sind schon ein bisschen widerspenstig, die Biester. Huch, das war... Wiegen ja alle nix. So, 300 Gramm, supi. Obwohl, eigentlich möchte ich da ja noch ein bisschen Käse rüber machen. Das mache ich jetzt auch noch. Die paar Gramm werden mich nicht umbringen. Ja, ich könnte ja auch frischen Parmesan machen, ne? Naja, gut, zu spät. Sitzt halt 306, werde ich auch überleben. So, ja, jetzt kommt der spannende Moment. Brauchen wir noch eine Gabel und ich probiere mal, wie das so schmeckt. Na, war's ja. Wow, schmeckt wie Nudeln. Schmeckt irgendwie genau wie Nudeln. Ist ja genial. Ich werde jetzt, glaube ich, mal nicht hier im Stehen essen vor dem Video. Aber die schmecken echt lecker. Auf jeden Fall besser als sie aussehen. Geil. Kann man essen. Okay. Denn so viel dazu. Ich gehe jetzt mal in Ruhe essen, weil jetzt hier im Stehen ist nämlich auch total bescheuert. Tschüss. So, ich habe meine Portion jetzt aufgegessen. Und muss sagen, ich bin von diesen 300 Gramm sowas von pappesatt.
Also das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Bei normalen Nudeln hätte ich noch locker die doppelte Portion essen können. Aber diese Cognac-Nudeln haben wohl unheimlich viele Ballaststoffe. Und deswegen machen die wirklich total satt. Inzwischen habe ich auch von diesem ganzen Gericht jetzt mal das abgewogen und die Nährwerte ausgerechnet. Also die ganze Pfanne, alles zusammen, wog ziemlich genau 1200 Gramm. Das sind für mich 4 Portionen. Und eine Portion hatte ganze 9 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, auf 100 Gramm kommen 3 Gramm Kohlenhydrate mit dem Rezept, so wie ich es gemacht habe. Werde ich auf jeden Fall wieder machen, weil das ist nichts an Kohlenhydrate, macht super satt und schmeckt auch echt lecker, hätte ich nicht gedacht. Die sehen zwar aus wie eine Mischung zwischen Glasnudeln und nix, aber kann man essen. Okay, tschüss.